Hallo und willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist die Jen. Ja, willkommen diese Woche zur themenfreien Woche. Bevor ich zur Auswertung der typischen Lesben-Sportart komme, was ja letzte Woche das Thema war, noch ein anderes Thema. Und zwar habe ich mich da ganz aktuell heute nochmal drüber aufregen müssen. Es geht darum, dass es momentan wohl sehr in ist, zu sagen, no homo. Was soll das? Also ich habe es eigentlich nur auf YouTube mitbekommen. Ich habe in der Realität noch niemanden das sagen gehört, Gott sei Dank, aber das mag auch daran liegen, dass ich eigentlich nur mit Leuten zu tun habe, die vielleicht nicht auf so eine blöde Idee kommen, sowas Doofes zu sagen. Ich glaube, ich habe gelesen, das soll ja von Moneyboy kommen. Keine Ahnung, ob das stimmt, ob er damit angefangen hat oder ob er es auch vorher hat. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wo es herkommt. Auf jeden Fall, was soll das? Okay. Meistens sagen das irgendwelche Typen und sie sagen es dann, wenn sie vielleicht was gesagt haben, was vielleicht irgendwie schwul rüberkommt. Und dann sagen sie danach, no homo, von wegen, ich bin ja nicht schwul. Okay, mag ja vielleicht witzig gemeint sein, ist ja okay, wenn ihr nicht schwul seid. Es ist ja nicht wirklich offensichtlich was Diskriminierendes oder was Böses. Aber wieso muss man das sagen? Warum ist es euch so wichtig, dazu zu sagen, ich bin nicht schwul? Kommt es vielleicht daher, dass ihr Angst davor habt, als schwul abgestempelt zu werden? Oder, ja, woher kommt das? Ich denke, das ist einfach, weil schwul sein oder lesbisch sein ist heutzutage immer noch was Schlechtes. Ja, es ist nicht akzeptiert und es ist eklig und deswegen muss man das dazu sagen. Und deswegen macht man, und irgendwie finde ich, ist es auch so ein bisschen sich über Schwule lustig machen. Also ich finde es überhaupt nicht lustig. Und ja, ich meine, man sagt doch auch nicht, keine Ahnung, no veggie, wenn man gerade Gemüse isst, aber eigentlich kein Vegetarier ist oder sowas. Oder man sagt nicht, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch kein anderes Beispiel ein, aber das ist doch, es gibt doch viele Situationen, wo man dazu sagen könnte, okay, ich bin jetzt nicht so und so oder ich stehe jetzt nicht auf das und das und man sagt nicht dazu, man sagt das nur bei diesem Homo-Ding. Es ist einfach eine Art der Diskriminierung. Es ist genauso diskriminierend und beleidigend und es tut weh, das zu sagen für Schwule und Lesben, wie wenn man schwul, gay oder schwuchtel in einem negativen Kontext sagt. Also, aber gut, was sage ich euch das? Die meisten, die hier zuschauen, werden das ja auch nicht sagen. Die meisten werden ja auch lesbisch sein. Aber ich, meine Frage an euch ist, habt ihr das auch schon mal mitbekommen, dass das jemand sagt? Habt ihr das auch schon mal so, vielleicht in der Schule oder so mitbekommen? Wie habt ihr darauf reagiert und was denkt ihr darüber? Oder denkt ihr, ja, drüber aufregen, das ist sowieso, das bringt nichts? Beziehungsweise seht ihr das gar nicht so eng? Ist es vielleicht, findet ihr es auch lustig? Könnte ja sein, dass ich das nur gerade ein bisschen empfindlich sehe. Naja, auf jeden Fall habe ich das vorhin unter dem Video von Iblali gesehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein ja, relativ bekannter YouTuber. Also sein neuer Account, der ist ziemlich schnell gewachsen. Also ich fand seine Videos immer ganz lustig. Ich habe die geguckt. Es geht so ein bisschen über Gaming und Internet und sowas. Und ja, naja, das fand ich jetzt nicht so lustig, dass er das heute in seinem Video sagte und habe da gleich mal gepostet und drunter geschrieben. Und ja, mal schauen, wie dann auch so drauf die Leute reagieren. Ich poste euch den Link zu dem Video hier drunter. Wenn ihr meinen Kommentar seht, könnt ihr alle mal einen Daumen nach oben geben, damit das Kommentar auch oben bleibt und alle sehen, dass es nicht so lustig ist. Oh ja, so, okay. Kommen wir jetzt zur typischen Lesben-Sportart, also die Sportart überhaupt,
unter den Nosy-Rosy-Zuschauern jedenfalls. So, ich habe es noch nicht ausgewertet, das möchte ich jetzt live mit euch machen. So, ich mache jetzt mal noch hier die zweite Cam an, damit ihr live sehen könnt, was ich mache. So. Okay, hier habe ich jetzt alle Kommentare unter meinem letzten Video. 47. Und jetzt werde ich das mal auswerten. Fangen wir mal unten an, also im ersten Kommentar quasi. Alle Kommentare anzeigen. So, okay. Alle, ja. So, fangen wir an. Heidelbeer Macaron. Macaron, wie auch immer. Fährt viel Fahrrad. Und wenn sich Bock machen würde, wäre es Ballett. Okay, also, aber sie macht ja was und das ist Fahrradfahren. Schreiben wir das mal auf. Fahrradfahren. Eine Person. Nicht elf, eine. So. Next one. Also, Coke Forever spielt gerne Fußball. Da spielt noch jemand Lacrosse. Habe ich es richtig geschrieben? Nee. So. Lacrosse, wo bist du? My Rock'n'Roll Queen. Basketball und Rugby würde sie noch interessieren. Das können wir auch mal noch dazu nehmen. 8, wenn dann der Basketball, Rugby. Rugby ist übrigens die leichtere Form von American Football. Rugby ist ohne Helm, also ohne Pad und mit so einem ohne Helm oder so einem ganz leichten Helm nur. Und da darf man aber auch nicht so sehr viel mit Körpereinsatz machen. Ja, das ist Rugby. Okay, dann kommt noch Shooty. Ich schieße, aber sie befürchtet, dass sie damit sehr alleine stehen wird. Das heißt schießen. Also wir hatten jetzt auch schon Bogenschießen. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Ich glaube wahrscheinlich eher schon nicht mit dem Bogen, sondern was Richtiges. Ich schreibe einfach Schießen auf. Schießen, eins, so. So, Interesse an Fußball, Handball, Basketball, alle Sportarten, Ballsportarten halt. Ja, okay, nehmen wir mal noch auf. So, 15. Ich habe jetzt verraten, jetzt habe ich jetzt gleich schon die Auswertung. Basketball, was hat sie noch geschrieben? Läuft das hier eigentlich? Basketball, Handball noch. Handball haben wir ganz schön wenige. Nicht gedacht. So. Oh, jetzt kommen hier Jana und Mine. Jana tanzt Ballett. Nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe da wahrscheinlich das war schon sehr klischeehaft und sehr vorurteilshaft, dass ich das gesagt habe mit dem Ballett. Das tun ja doch einige. Und ich finde das ist auch mit zwei E geschrieben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es zu dir passt, Jana. Also von daher, das war wieder vorurteilsmäßig und vorschnell von mir, dass ich das gesagt habe. Tut mir leid. So. So. Leo hat auch geschrieben, dass sie auch Ballett macht. Wow, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das haben wir alle. Kommentare durch. Jetzt ist die. Jetzt habe ich ja meinen Rechner hier mitgefilmt. Das ist der Akku leer. Das ist schlecht. Naja, ich mache das jetzt einfach mal so. Oder hole ich noch schnell einen anderen Akku? Den habe ich gar nicht aufgeladen, oder? Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich mache das einfach so und blende ich das ein. Ich habe jetzt hier meine Liste. Und, ups. Dann mache ich jetzt einfach so eine. So ein Ding raus. So ein Ding raus mache ich da. Ah ja. Wie heißt denn das? Ja, so ein Statistik-Ding halt.
Okay, mache ich das nochmal. Daten. Einfügen. Ah, hier. Ein Kreisdiagramm. 3D-Kreis, das sieht da schön aus. Oh mein Gott. Also, da kann man ja so gar nichts raus erkennen. Mach das hier noch mal kurz anbrecht. Oh mein Gott, das geht hier nicht mehr an. Na? Ja? Nein. Scheiße. Entschuldigung. Ich hätte vorbereitet. Schlecht. 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 Dann muss ich die Kamera halt nehmen. So. Oh, unscharf. Sekunde. So. Also daraus kann man ja wohl gar nichts erkennen. Aber ich kann euch ja einfach mal die Zahlen sagen. Das ist lustig. Das ist lustig. Hier, das nehmen wir. Oh. So, ich mache das jetzt hier mal so groß, wie das Fenster ist. Tada! Geil. Okay, also, es ist in der Tat so, Fußball ist Winner. Wir haben 15 Personen, die Fußball spielen. Also ich habe jetzt nicht unterschieden in Hobby oder Verein, das konnte man halt nicht immer herauslesen, deswegen habe ich es einfach alles über einen Kamm geschert. So, wir haben, die meisten machen Fußball, dann gibt es noch ziemlich viele, die einen Kampfsport machen, nämlich, ups, ich muss hier mal ein bisschen, könnt ihr mehr sehen, so. Kampfsport, wo war das, hier, 8 Personen. Machen irgendeine Art von Kampfsport. Und dann haben wir noch 9 Mädels, die Basketball spielen. Das ist auch ziemlich viel. Und dann gibt es noch Fahrradfahrende Mädels, machen auch viele. Und, wer hätte das gedacht, 5 Leute. Ballett, wo ist Ballett? Hier drauf, ah hier. 5 Leute, die Ballett spielen. Krass. Wie viele Meinungen oder wie viele Sportarten waren es insgesamt? 37. So, vielleicht kann ich das hier einfach mal. Ich weiß, das Video ist auch schon jetzt chaotisch ohne Ende. Es tut mir sehr leid. So. Na, egal. Okay, wie gesagt, also das meiste ist Fußball, dicht gefolgt von Basketball. Und den Kampfsportarten und viele machen halt Fahrradfahren. Und was auch viele machen, ist Schwimmen, ist mir aufgefallen. Also wie gesagt, ich finde, Schwimmen ist irgendwie für mich, also ich hätte nie irgendwie an Schwimmen als Sportart gedacht. Das ist sowas, was man als Kind im Schwimmbad, im Schwimmbad gemacht hat. Irgendwie, ja, finde ich krass. Ja, auch viele machen Tennis. Ja, 4 Leute. 5 Volleyball, 5 Ballett, wie gesagt, ja. Also, man sieht doch, die Ballsportarten sind wirklich weit vorne und dicht gefolgt von Kampfsport und Fahrradfahren und Ballett. Ach komm, jetzt alle nur behauptet, dass ihr Ballett macht, stimmt gar nicht. Ihr wolltet mich nur ärgern. Ich hab. So. Es tut mir leid für dieses chaotische Video. Ich wollte das etwas lustig machen, indem ich das jetzt hier live zusammenstelle, aber es hat nicht jetzt so geklappt, wie ich das wollte. Tut mir leid. Nächste Woche bin ich wieder sortierter und werde dann über was berichten? Was ist nächste Woche das Thema? Ich gucke mal schnell nach. Das kann man ja immer in unserem Forum sehen, wenn man auf unser Forum geht. Und da kann man oben rechts auf Kalender klicken. Da könnt ihr schon sehen, was unsere nächsten Wochenthemen sind. Und nächste Woche ist das Thema, wie war es für deine Freunde, als du dein Outing hattest? Mach ein Interview mit deinen Freunden. Okay, das wird schwierig. Na gut.
mal sehen, was ich dann nächste Woche mache. Okay, alles klar. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß in euren Sportarten, ob sie nun klischeehaft sind oder nicht. Wir haben ja gesehen, man kann es echt nicht verallgemeinern. Es ist doch sehr breit gefächert und ja, wie gesagt, wenn überhaupt, kann man wirklich sagen, dass Fußball eine sehr lesbenfrequentierte Sportart ist. Okay, bis dann, bis denn, die Jen.